Hallo und willkommen zu unserem Video 24 Stunden Genua oder Genova, wie man hier sagt. Ja, wir sind eben hier angekommen, stehen hier in der Ankunft am Flughafen. Die ist relativ gut gefüllt heute auf den Donnerstag. Und wir werden gleich mal gucken, wie wir in die Innenstadt kommen. Normal gibt es hier den Volabus, einen Flughafenbus, der die wichtigsten Punkte in der Innenstadt abfährt. Aber es ist da draußen so voll, dass wir im Moment befürchten, wenn die alle mitwollen, dann wird es wohl noch etliche Busse dauern, bis man da überhaupt einen Platz kriegt. Das werden wir jetzt nachher mal verifizieren, was da draußen los ist. Und dann sehen wir weiter. So, Freunde, wir haben gerade mal Skipping the Line gemacht, weil der nächste Volabus, in dem Plätze frei gewesen wären, der wäre jetzt vielleicht gut 45 Minuten später abgefahren. Und dann haben wir uns entschlossen, 25 Euro zusammenzuschmeißen und uns ein Taxi zu nehmen, direkt hier zu unserem Hotel. Das ist das Hotel Nuovo Nord. Das ist direkt auf der Straße vor dem Bahnhof Principe. Zeige ich euch nachher auch nochmal von außen. Ich habe jetzt erstmal das Gepäck reingebracht und allem, um die Hände frei zu haben. Dann kommen auch bessere Bilder dabei raus. Ja, Check-in hat hier ganz schnell, ganz toll geklappt. Das ging ganz schnell und wir haben hier jetzt den Eingang, der ist ein Haus neben dem eigentlichen Haupteingang vom Hotel. Und das Ganze nennt sich dann HNN, also Hotel Nuovo Nord Luxury Suites. Also hier in diesem Gebäude sind ausschließlich die Suiten untergebracht und wir haben jetzt hier zwei Junior-Suiten gebucht. Und wenn wir jetzt schon mal dabei sind, machen wir direkt zusammen mal einen Rundgang durchs Zimmer hier. Dafür klappe ich euch mal wieder hier so zusammen und dann gehen wir mal los. Ja, rein kommt man hier. Hier habe ich jetzt gerade den Koffer abgestellt. Also hier kommt man rein. Dann ist hier der Wohnraum. Das ist jetzt die kleinste Suitenkategorie, die wir jetzt hier haben. Das ist die Junior Suite. Ganz schön kühl hier drin. Wenn wir Strom haben wollen, müssen wir hier einmal diese Karte reinstecken. Und dann haben wir hier den kleinen Wohnbereich mit Kofferablage, mit Tisch und recht bequemem Stuhl. Das macht einen ordentlichen Eindruck hier. Kostenfreier Kaffee und Tee hier vor Ort und Wasserkocher. Minibar haben wir auch, die ist aber mit Sicherheit gebührenpflichtig. Da werde ich mir nachher mal die Preise zu angucken. Auf jeden Fall drinstehen tut was. Ja, die Klimaanlage funktioniert blendend. Deutlich besser als letztens im Best Western Hotel in Aachen. Also hier tut sich richtig was. Hier ist es mir schon, steht zwar auf 23 Grad, aber hier ist mir ehrlich gesagt schon fast zu kalt, wenn man draußen aus der Hitze kommt. Die bollert nämlich richtig. Ja, hier haben wir noch eine Klimaanlage und hier sind wir dann auch schon im Schlafraum. Hier, das ist offen gehalten für die Bekleidung. Ich muss jetzt selber gucken, weil ich bin auch gerade angekommen. Ich habe jetzt keine Vorbesichtigung gemacht. Ihr seid live mit dabei. Ja, Bett, das macht doch einen bequemen Eindruck. Kleinigkeit hier. Kleine Aufmerksamkeit, Süßigkeit für die Nacht liegt auch hier bereit. Fernseher haben wir hier. Ja, und so wie ich das gelesen habe, also das hier könnte man wohl auch noch zu einem Bett umbauen, dann hier so längs lang. Das heißt, hier könnten auch drei Personen oder zwei Leute mit einem Kind hier problemlos so einen Raum nehmen. Na, schauen wir uns hier vorne noch das Badezimmer an. Ja, das macht auch hier einen sauberen, ordentlichen Eindruck. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der jetzt hier mit Schwarzlicht anfängt rumzulaufen. Ich komme aus der Reinigungsbranche. Ich nehme mir immer heraus, dass ich halbwegs schon erkenne, ob irgendwo halbwegs vernünftig sauber gemacht wird. Und das macht doch hier einen wirklich gepflegten Eindruck. Das riecht auch nicht nach Badezimmer, das riecht frisch. Es riecht auch nach so einem Reinigungsmittel, nach so einem Raumparfüm. Aber sehr dezent, sehr angenehm. Sehr gutes Produkt.
Ja, Dusche haben wir hier, die ist relativ klein. Also hier im Haus, wenn man sich die Bilder anguckt, beim Buchen, hier gibt es auch noch deutlich größere Suiten. Die haben teilweise auch riesige Bäder mit Bidets, mit Badewannen, mit riesigen begehbaren Duschen. Das ist natürlich jetzt hier das etwas kleinere, die etwas kleinere Ausgabe. Mal schauen gleich, wie es bei Norbert drüben aussieht. Ja, ein kleines Badezimmerfenster haben wir ja, das geht jetzt hier hinten in den Hof, wo auch die Klimaanlagen stehen. Da machen wir lieber wieder zu. Föhn haben wir hier. Hier haben wir eine ganze Reihe so Kleinigkeiten für die Körperpflege. Zahnbecher sind auch Einweg, die sind auch hier verpackt. Da kann man sicher drüber streiten. Die einen sagen, für ein luxuriöses Hotel im 4-Sterne-Standard ist es nicht sehr stilvoll. Auf der anderen Seite sage ich, hier weiß ich, es ist sauber. Und wenn hier so ein Zahnputzglas steht, dann weiß ich nie, ist das zum Spülen jetzt wirklich weg gewesen. Oder hat da im schlechtesten Fall das Housekeeping-Personal nur mal eben am Waschbecken durchgespült und mit womöglich noch mit dem Lappen durchgewischt, wo sie vorher die Toilette mit sauber gemacht haben. Da bin ich immer ein bisschen skeptisch. Hier haben wir Handtücher, Hausschuhe. Da bleibt eigentlich nicht viel an Wünschen offen. Das Zimmer ist sehr schön. Gebucht haben wir das Ganze hier über das Reiseportal von American Express, denn wenn man die American Express Platinum-Karte hat, dann hat man einmal im Jahr 200 €, die man ausgeben kann, die also auf dem Kundenkonto gutgeschrieben sind. Und da sich meine Jahresmitgliedschaft jetzt jährte und das Guthaben dann verfallen wäre, habe ich dann für hier geguckt, dass ich die beiden Zimmer übers Amex-Portal buche. Ja, das Ganze hat jetzt für zwei Zimmer eine Nacht ungefähr, ich glaube, 212 € gekostet. Also ungefähr noch 12 €, die wir dann zahlen mussten letzten Endes. Und also 106 € pro Suite und Nacht inklusive Frühstück. Frühstück werden wir morgen mal sehen, wie das ist. Und dafür haben wir, denke ich, ein sehr ordentliches Zimmer gekriegt. Zumal hier die anderen Hotels, die namhaften Hotels, die in der Stadt liegen, im Moment sehr teuer waren. Wir sind vor 1,5 Jahren hier gewesen. Da waren wir im Bristol Palace in der Innenstadt. Schönes 4-Sterne-Haus im alten Hotelstil. Da haben wir seinerzeit für ein Einzelzimmer mit Frühstück ungefähr 90 € gegeben. Zimmer aber ja deutlich kleiner wie hier. Dafür so ein bisschen eleganter, ein bisschen auf dem alten Stil. Auch Badezimmer so mit einer großen begehbaren Marmordusche und so. Und Möbel so ein bisschen auf Antik gemacht. Das war schon ein sehr schönes Hotel, da kann man nichts sagen. 90 € war da auch sehr fair, auch für die Lage. Aber das hätte jetzt, ich glaube, 150 oder 160 € gekostet. Und da habe ich dann gesagt, da bin ich doch auch für ein paar Alternativen offen. Und ich denke, da haben wir es hier gut angetroffen. Und wir gehen gleich mal bei Norbert gucken. So, wir machen uns auf den Weg und gehen Norbert besuchen, gucken, ob er uns aufmacht, gucken, wie sein Zimmer aussieht. Hier übrigens sieht man, dass das hier auch schon ein wirklich historisches Gebäude ist. Dem Aufzug hier in der Mitte zwischen, wir sind hier oben, vierter Stock. Das ist quasi die oberste Etage hier. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier überhaupt reinkomme. So, das hat geklappt. Ah, 412, er ist direkt hier in exponierter Lage, Freunde. Hallo, Besuch zur Zimmerbesichtigung. Eieiei, du hast ja noch einen größeren Palast wie ich.
Ja, Norbert hat Glück gehabt, wie man sieht. Der hat das noch etwas größere Zimmer erwischt. Auch hier mit dem separaten Schlafzimmer, dem Bett hier. Und der hat hier vorne noch so einen Konferenztisch oder Speisetisch. Da kann man dann noch gemütlich sitzen. Ja, großen Fernseher. Und Badezimmer hier hinten. Ansonsten ausstattungstechnisch gleich, wie man hier sieht, die Sachen am Waschbecken, die Handtücher, das ist alles gleich. Hier hat er auch noch mal einen kleineren Fernseher. Ja, Platz genug, würde ich mal sagen. Aber bei ihm ist es wärmer drin wie bei mir. Und wir überlegen uns jetzt mal, was wir gleich noch unternehmen wollen. Der Tag ist noch jung. Wir haben jetzt ja, 2:30 gerade durch, 14:30 Uhr. Wir sind prima durchgekommen und gleich werden wir noch was unternehmen. Wir haben uns besprochen und entschlossen, wir wollen mal gucken, ob wir die historische Zahnradbahn finden, die hier irgendwo hinterm Bahnhof in die Berge abfährt. Da sind wir auch vor Jahren schon mal mitgefahren. Das wollen wir uns jetzt noch mal suchen. Hier vor uns der Bahnhof Principe, einer der Hauptbahnhöfe hier in Genua. Und da müssen wir jetzt einmal durch. So, hier wäre das jetzt hochgegangen in die Berge, was ich sagte, aber das scheint hier nicht mehr oder zumindest momentan nicht in Betrieb zu sein. So genau kriegt man hier keine Auskunft drüber. Wir schauen mal weiter, vielleicht kriegen wir irgendwo noch eine Info und sonst schauen wir uns hier was anderes an. Wir sind jetzt hier auf der Via Balbi, die hier vor dem Bahnhof Principe entlang geht, wo auch unser Hotel ist. Da gibt es hier das Museo Palazzo. Das ist hier in so einem, ja, wie der Name schon sagt, in so einem alten Stadtpalazzo drin. Ich bin da vor Jahren mal drin gewesen. Das ist sehr interessant. Das ist eben eingerichtet, wie eben früher die Leute hier gelebt haben. Und ja, wir werden mal schauen, ob wir da jetzt noch reinkommen. Dann schauen wir uns das zusammen an. Und hier geht's los zum Museum.
großen Arsch restaurierungsbedürftig. Nach unserem Museumsbesuch haben wir uns jetzt hier mal ein bisschen bequem in auch in so einem alten Gebäude hier in so einer stylischen Kaffeebar niedergelassen. Da werden wir jetzt mal einen leckeren italienischen Kaffee trinken. Wir machen gerade mal einen Bummel hier durch die typischen Altstadtgassen. Da gibt es auch eine Menge zu sehen. Nachdem wir noch ein bisschen spazieren gewesen sind und uns anschließend im Hotel ein bisschen frisch gemacht haben, haben wir uns jetzt hier an einem der zentralen Punkte der Innenstadt von Genua eingefunden, der Piazza de Ferrari. Hier der große Springbrunnen, der ist ganz typisch, ganz markant hier für diese Strecke, diese Stelle. Und hier runter geht es dann in Richtung Bahnhof Brigole, der zweite große Hauptbahnhof hier in Genua. Und hier in die andere Richtung, da kommt man wieder in die ganzen Altstadtstraßen. Und wir werden uns jetzt hier noch mal ein bisschen umsehen und dann schauen, wo wir heute zu Abend essen. Ja, wir haben uns hier jetzt gerade ganz gemütlich niedergelassen in so einem wunderschönen Restaurant in so einer Seitenstraße von der Altstadt. Zeigen wir euch nachher auch nochmal von außen. Das Ganze urgemütlich, Karten natürlich nur auf Italienisch, aber alle sind hier sehr bemüht, uns zu erklären, was es hier gibt. Und wir sind jetzt gleich mal gespannt. Wir bekommen jetzt gleich eine Vorspeise aus Schinken und Mozzarella und ja, noch einem anderen Käse und als Hauptgericht habe ich Ravioli mit einer Burrata-Creme bestellt und Norbert Tagliatelle oder Taglini mit einer Lobstersoße und da sind wir schon recht gespannt drauf, was uns hier gleich erwartet. So, wie versprochen, noch die Bilder von außen hier. Das ist die Location. Mittlerweile ja, hat auch die Speisezeit der Italiener so langsam angefangen und es ist brechend voll da drin und es geht drunter und drüber, wie das hier so üblich ist. Und wir haben nachher noch eine ganze Zeit lang warten müssen, bis wir dann endlich bezahlen konnten. Aber wir haben lecker gegessen und es ist uns gut gegangen da drin. Und wir machen uns jetzt mal auf den Weg. Hier vorne gibt es noch einen Pub. Da sind wir damals schon mal drin gewesen. Der ist hier ein paar Ecken weiter und da werden wir jetzt noch eine Kleinigkeit trinken. Ja, hier ist der, wie angekündigt, der Britannia Pub, der berühmte von draußen.
Einen wunderschönen guten Morgen hier immer noch aus Genua. Ja, es ist gleich 9 Uhr. Gestern ist es doch noch relativ spät geworden und trotzdem gut erholt, frisch geduscht, frisch gemacht heute Morgen. Und jetzt gehen wir Norbert abholen und dann wollen wir mal sehen, was es hier zu frühstücken gibt. Hallo. So, und wie versprochen noch die Außenaufnahme hier vom Hotel. Das liegt also direkt hier. Hier vorne ist der Bahnhof Principe und das ist dann direkt hier die Hauptstraße, die Via Balbi. Die führt hier lang. Hier ist der Eingang zu den Suiten, wo wir waren, und direkt quasi ein Haus weiter ist dann der Haupteingang zur Hotelrezeption. Und wir gehen jetzt nur ein paar Meter in die Richtung und fahren jetzt hier mit dem Aufzug Monte Galetto. Der ist ein bisschen was Besonderes. Da nutzen wir jetzt noch unser Tagesticket, was wir gestern gekauft haben. Also 24-Stunden-Ticket ist das hier, gilt halt genau 24 Stunden Ablösung. Kostet 4,50 Euro oder für 4 Personen 9 Euro. Das ist wirklich fast geschenkt. Und dafür kann man hier quasi in der Stadt alle öffentlichen Verkehrsmittel außer den Flughafenbus nutzen. Und ja, wir gehen jetzt mal in die Richtung. Gucken. Tanti, non mi sembra il caso di stare perché ci stiamo tutti meglio. Per lavorare lo spazio, no? Sì. È arrivato qualche vapore, perché c'è pieno di gente. Ciao.
Adesso vi faccio vedere dove dovete passare, perché non c'è le righe, c'è la curva. Perciò dovete passare dove siamo noi e poi andare sotto le marciapiedi. Che è pericoloso, di solito è abbastanza. Mi sentirei di... No, ma ti dico, io prendo il bus 72 che mi lega in mano. Se era un po', la femmina un po' più stata più tranquilla rispetto a me. Ma che fosse esagerato, eh? Salve, buongiorno. Vado, sono io. Ja, wir sind oben. Hier gibt es ein Castello, da werden wir jetzt gleich mal rüber gehen. So ein kleines Palastgelände. Und der Weg hier hoch, ein bisschen speziell. Das Ganze, wie man hier oben sehen kann, sieht aus wie ein Aufzug. War auch bis 2004 ein ganz normaler Doppelaufzug, wie es hier einige in Genua gibt. Problem war eben über die vielen Jahre, dass man unten vom Eingang aus zu Fuß einen über 400 Meter langen Tunnel erstmal zu Fuß durchqueren musste, um eben hier an die Position der Aufzüge zu kommen. Und im Jahr 2004 hat man das Ganze dann relativ aufwendig mal umgebaut in diese weltweit wohl einmalige Anlage, die also zunächst an einem Seilsystem, ähnlich wie eine Standseilbahn, waagerecht fährt und anschließend die Kabine an ein Trägergestell im Aufzugsschacht übergibt, die dann die Kabine samt der Fahrgäste nach oben befördert. Ja, und wir sind jetzt hier in dem oberen Stadtteil, wie man sehen kann. Hier oben ist dieses, was ich sagte, dieses Gelände von dem Castello mit dem Park. Da gehen wir jetzt mal rüber und dann gehen wir da mal rein. Und jetzt sind wir hier im Parkgelände von dem Castello de Albertis, wenn ich das da richtig gelesen habe. Hier hat man jetzt mal so einen Blick zwischen den Bäumen durch, runter in die Stadt. Ja, und das Ganze ist wunderschön hier oben, weil durch den Baumbestand hier richtig schön schattig und weil das Ganze ein bisschen höher in den Bergen liegt, geht hier auch ein bisschen angenehmer Wind. Unten sind es jetzt schon deutlich über 20 Grad und es ist ein bisschen stickig und hier oben ist es herrlich luftig und angenehm.
Das Museum haben wir hinter uns gelassen. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Das ist irgendwie ein Mix aus dem Gebäude, aus diesem Schloss selber, in Verbindung mit diesen Ausstellungen, einmal Kulturen der Welt, dann sind da so Kunstgegenstände und auch ja, nautische Dinge ausgestellt. Das Ganze aber irgendwie auch immer wechseln, also so einen richtig roten Faden habe ich da jetzt nicht drin gefunden. Kostet 6 Euro pro Person, muss man überlegen, aber wenn man hier oben ist, kann man sich das auch wirklich mal angucken. Alleine das Gebäude selber ist sehenswert. Ja, am Ende, wenn man dann wieder hier rauskommt, dann ist hier diese wunderschöne Terrasse, hier der überdachte Teil, wo ich jetzt sitze. Hier vorne gibt es auch einen offenen Teil und hinten gibt es auch noch so eine offene Terrasse auf der Ecke. Und hier drin ist eine kleine Cafeteria, da kann man sich Kleinigkeiten zu essen oder Eis oder ein Getränk holen. Und dann kann man sich hier wirklich gut gehen lassen und gemütlich hier sitzen. Hier ist jetzt angenehm, hier ist überdacht, hier kommt keine Sonne hin bei der Hitze. Ist das richtig entspannend hier oben. Und wir sind wieder im Tal, wieder in der historischen Innenstadt hier von Genua. Sind hier noch ein bisschen gebummelt und jetzt gehen wir zurück Richtung Hotel, holen da unsere Koffer ab und werden uns auf den Weg machen Richtung Hafen. Und damit endet unser Video 24 Stunden Genua. Ich hoffe, ihr habt ein paar Eindrücke bekommen von dieser Stadt, die wirklich viel zu bieten hat, für die 24 Stunden viel zu kurz sind. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder.